Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sly Raccoon. Wir sind immer noch im Bereich des Panda-Königs. Wir haben allerdings schon 4 Schlüssel von ihm geklaut. Und jetzt geht's aber mal hier weiter. Auf der Suche nach noch mehr Schlüsseln. Ich habe die Flugbahn dieser Raketen berechnet und ich bin zu 99% sicher, dass du auf einer von ihnen bis ganz nach oben auf die Statue reiten kannst, bevor sie explodiert. Und was ist mit dem letzten Prozent? Nun, in diesem Fall, Sly, wirst du in Stücke gerissen. Aber die Erfahrung ist ohne Zweifel spektakulär. Schön. Nun, um an die Raketen heranzukommen, benötigst du die 7 Schatzschlüssel des Panda-Königs. Okay, die klaue ich in 0,nix. Das war bisher noch nie ein Problem. Okay, also dorthin müssen wir dann, nachdem wir die Level gemacht haben. Das war jetzt auch intelligent. Ich wollte hier rauf, so. Fangen wir doch einfach mal mit diesem Level hier an. So, was haben wir denn hier? Ein verzweifeltes Rennen. Hier gibt es wieder nur einen Schlüssel, das bedeutet, es ist irgendwas Besonderes. Potenziell so ein Rennen, wie wir es im zweiten Gebiet schon mal hatten. Larry, was machst du da unten? Nun, ich stehe so auf meinem Posten und entdecke auf einmal diesen Eisstand. Da sage ich zu mir, Mensch Barry, du brauchst dringend Energie. Naja, da bin ich rüber und plötzlich sind überall Affen, die mich nerven, mit ihnen ein Rennen über 3 Runden zu fahren, um einen Schlüssel zu bekommen. Wir brauchen den Schlüssel. Meinst du, du schaffst das? Komm schon, Sly. Nimm seinen Haufen Affen. Ich und verlieren. Gesteuert wird mit dem linken Analogstick. Und mit der Quadrattaste kannst du die gesammelten Nitro-Boosts einsetzen. Bleib von den eisigen Stücken weg. Es ist also ein Rennen. Danke für den Rat, Sly. Aber vertrau mir. Ich habe alles unter Kontrolle. Kann ja nur katastrophal werden. Okay. Los geht's. So. Ja, wieder mal die Steuerung hier reinkommen. Die ist nicht so super einfach und dann hier mit dem Eis auch noch. Das gefällt mir nicht. Naja. Mehr als versuchen kann ich es eh nicht. Früher oder später werde ich das schon schaffen. Dennoch nicht unbedingt beim ersten Anlauf, vor allem wenn ich sowas mache. So. Läuft gar nicht so schlecht. Zwei sind noch vor mir, zwei sind hinter mir. Und wir sind in der zweiten Runde, also es könnte was werden. Wenn ich nicht immer an den Nitros vorbeifahre. So. Die haben auch Spikes auf ihren Reifen, die können viel besser fahren damit. Hier auf diesem eisigen Untergrund. Also okay, wenn ich jetzt hier auch noch tatsächlich mal ein Nitro einsammle, dann schaffe ich den letzten vielleicht auch noch. So. Ja, den Nitro habe ich jetzt weggelassen, weil der stand echt ungünstig. So. Okay. Ja, das wird verdammt knapp. Wird nichts, ganz knapp. Ja, nochmal. Natürlich nochmal. Ich meine, das muss ja was werden. Okay, den haben wir direkt ausgelassen. So. Weiter. Und das in der ersten Runde schon, also bilanzmäßig wesentlich besser. Aber es ist immer noch eine vor mir. Das kann ich nicht gut heißen. So. Gut, den habe ich ausgelassen. Ist ja auch nicht so wichtig. So. Gas geben.
ich bin immer noch hinter ihm. Ich bin da auch noch gegen die Wand gekommen. War jetzt nicht besonders gut. Ah, wieder um den einen hier. So ein Doofkopf. Ja, ja. Ja, natürlich nochmal. So. Ihr dämlichen Affen hier. Aber wir haben immer noch unseren Erzfeind da vorne. So. Und der ist diesmal wirklich ziemlich weit weg. Vom Abstand her. Ich hoffe ja mal, der macht noch was Blödes. Das ging mir echt gut. Sein. Okay, ich bin vor ihm. Jetzt muss ich da bleiben. Los, gib Gas. Gas geben. Ah! Sehr schön. Gut. Es war nicht unbedingt leicht, aber es hat funktioniert. Hat gerade mal 8 Minuten gedauert. Das geht ja noch. Gut, aber das hätten wir. Denn geht's jetzt weiter auch wieder da lang. So, so. Ne, nehme ich mit. Gut, dann halt der nächste. So. Hey! Ah, muss ich da jetzt auch noch da links absteigen, oder was? Da haben wir wieder den Scooter, Jetski oder was auch immer das für ein komisches Teil ist. Naja, machen wir das gleich mal hinterher. Schnellfeuerangriff. Auch hier natürlich wieder nur ein Schlüssel. Mal sehen, wie lange das läuft. Denke ich mal auch. So. Steuerungstechnisch ist uns das ja alles bekannt. Das sind so die, die Affen da vorne, das waren ja wirklich die, die wir da in dem Ausbildungszentrum gesehen haben. Okay. Durch die Sicherheitstür durch. Achtung, Achtung, meine teuren Angestellten. Es
Bitte beteiligen Sie sich bei der Suche und töten Sie den Eindringling sofort. Vielen Dank, das ist alles. Dann werde ich gleich mal mitsuchen, weil ist ja freundlich. So. Ob wir den Dieb finden werden, ich weiß ja nicht. So, Klappe zu, Affe tot. Oder mindestens eingesperrt. Hui. Was genau das bringt, weiß ich nicht, aber warum nicht? Vielleicht drei Affenklappen hier. So. Verdammt. Na, sogar. Der erste ist kaputt, beziehungsweise geschlossen. Der zweite auch. Und jetzt der dritte, sollte nicht das Problem sein. Checkpoint. Das bringt auch alles Geld. Das sammle ich doch gerne ein. So. Ihre Kollegen nach uns werfen. Ein freundliches Gesindel ist das. So. Der hier. Aber das hätten wir ebenfalls. Was das bringt, die abzuschießen. Oh, ich kann es aber machen. Auch wieder Geld. Ah, okay. Wahrscheinlich sind die tatsächlich nur für Geld da. So. Ich sammle hier mal schnell noch ein bisschen Geld ein. Wir sind ja fast an einem weiteren Glücksbringer da dran. Ich frage mich, was der nächste ist, weil wir hatten bisher noch nie über Gold. Na, eine Münze. Ein weiteres extra Leben. Wie lame. Naja, egal. Und dann auch den Schlüssel direkt. Das war ein ziemlich einfaches Kanonenboot-Level. Oder wie auch immer das Ding heißt. Da waren bisher durchaus schwierigere mit bei. Aber egal. So. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte uns damit noch ein Schlüssel fehlen. Und den finden wir wohl hier. Recht wahrscheinlich. Das allerdings erst in der nächsten Folge, weil dann habe ich tatsächlich mal wieder eine Folge, die nicht zu lang ist, und deswegen verabschiede ich mich direkt hier bei euch. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.